Erinnert ihr euch noch an meine Mission, über verschiedene Arten von Storytelling zu reden, obwohl die Story in den meisten Spielen der Punkt ist, der mich am häufigsten nervt und abschreckt? Ich auch nicht. Reden wir über Nier und sein über sämtliche Medien gehendes externe Storytelling. Nier, welches auf dem Spaßending von Drakengard 1 basiert und in zwei verschiedenen Versionen erschien, die sich darin, dass der Protagonist entweder auf der Mission ist, seine Schwester oder seine Tochter zu suchen, unterscheiden, ist interessant. Zu behaupten, dass Yoko Taro, der Producer der Spiele, ein wenig exzentrisch ist, wäre untertrieben. Und ja, Nier sieht aus wie ein PlayStation 2 Spiel, dessen Kampfsystem für mindestens 5 bis 10 Minuten unterhaltsam sein kann. Und tatsächlich ist das nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt. Es ist jetzt nicht so schlecht, dass es unangenehm wird, es zu spielen oder so, aber ihr versteht schon. Zusätzlich ist Vater Nier noch der wahrscheinlich hässlichste Protagonist, den ich jemals gesehen habe. Reden wir darüber, was das Storytelling dieses Spiels so interessant macht, neben der üblichen Story, die sich im Spiel befindet und welche ich nicht vorwegnehmen werde. Es gibt Cutscenes und all sowas in Kombination mit Yoko Taros Writing, welches darauf hinausläuft, dass alles nur immer schlimmer und schlimmer wird. Um die unerwartet komplexe Welt dieses Universums wirklich zu verstehen, reicht es aber nicht, die Spiele zu spielen. Es gibt sehr viele Informationen zur Lore, die bewusst aus dem Spiel rausgelassen wurden, weil sie nicht wirklich notwendig sind, um das Spiel genießen zu können. Wer allerdings die Spielwelt verstehen will, sollte besser anfangen, ein Buch zu lesen. Das sogenannte Grimoire Nier, welches exklusiv in Japan erschien und nie offiziell übersetzt wurde. Ich weiß, ich bin auch begeistert. Glücklicherweise existiert eine fast vollständige Fanübersetzung des Ganzen und kann von jedem eingesehen werden. Problem daran ist, dass wir nicht zu 100% sicher gehen können, wie präzise und richtig die Übersetzung ist. Aber das ist mit offiziellen Übersetzungen auch nicht zwangsweise anders. Trotzdem könnte es für den ein oder anderen einen leicht faden Beigeschmack hinterlassen. Wie ihr anhand dieser prachtvollen und zahlreichen Buchstaben bereits erkannt habt, ist Grimoire Nier ziemlich umfangreich. Hierin erfahren wir, was in den 1000 Jahren zwischen dem Intro des Spiels und der Zeit, in der der Rest stattfindet, alles passiert ist. Wir erfahren mehr Hintergrundinfos zu den verschiedensten Charakteren, welche in-game nicht erklärt werden. Wir erfahren sogar, warum einer der Charaktere von den Leuten aus seinem Dorf verstoßen würde, was das Spiel selber nie so ganz erklärt, sondern nur andeutet. Zwinker-Smiley. Ihr wisst, was ich meine. Der größte Teil des Buchs besteht aber daraus zu erklären, wie aus dem Spaßending von Drakengard 1 die düstere Welt aus Nier werden konnte. Mit das Konzept, einfach ein Buch lesen zu können, um noch so viel mehr Infos über die gesamte Spielwelt zu bekommen, ziemlich gut gefallen. Das erlaubt dem Spiel eine sehr umfangreiche Hintergrundgeschichte zu haben, ohne im Spiel selber in stundenlangen Erklärungen versinken zu müssen. Was in dem Fall noch mehr stundenlange Erklärungen bedeuten würde. Selbstverständlich war das aber noch nicht alles. Es war noch nicht mal fast alles. Für den geneigten Fan, der gerne noch mehr über die Ereignisse eines gewissen Projekts erfahren will, gibt es noch die Nier Drama CD. Ein Hörspiel, in dem das, was ich gerade gesagt habe, erzählt wird. Leider beginnen hier auch schon die ersten Probleme des ganzen externen Storytellings. Das Hörspiel wurde logischerweise nicht offiziell übersetzt. Und für Fans ist es eher nicht möglich, das komplette Hörspiel selber nachzustellen. Theoretisch wäre es vermutlich möglich, aber absolut unrealistisch. Was wir stattdessen haben, ist eine geschriebene Übersetzung des Hörspiels, welche für das, was sie ist, wohl gut genug ist. Aber ein Hörspiel lässt sich einfach nicht sonderlich gut in Textform übertragen. Man muss dem Leser Dinge wie zum Beispiel, dass es für den Hörer gerade unbekannt ist, wer da gerade redet, irgendwie mitteilen und Geräusche in Worte fassen und ich hab's nicht ganz gelesen. Man hätte das Ganze vermutlich besser übersetzen können, aber am Ende des Tages ist das alles nur von Fans gemacht und keine professionelle Sache, was sich darin wohl ganz gut widerspiegelt. Auf YouTube gibt es Uploads von der CD, aber... Nani? Nanka kikoeta? Ja, jetzt wird mir alles klar. Um zu verstehen, wie die Welt aus Nier zu der Welt aus Nier Automata wurde, müsst ihr übrigens lediglich das Guidebook zu Drakengard 3 kaufen, welches ihr dürft ja schnell einfach mal selbst raten, ob es eine Übersetzung aus Japanischen bekam. Nein, bekam es nicht. Darin befindet sich eine Kurzgeschichte, die von einem der Charaktere aus Nier handelt, welcher für die Ereignisse aus Automata maßgebend verantwortlich sein wird. Ich versuche nichts vorwegzunehmen, was stellenweise wirklich ziemlich schwer ist. Okay, soweit so gut. Wer die Spiele gespielt hat, sollte soweit nicht unbedingt zu sehr überrascht sein, dass es Bücher und Kurzgeschichten zu den Spielen gibt. Nier und Automata haben sogar ein paar Stellen, die quasi ein Text-Adventure sind. Wie könnte dieser Mann das Ganze aber doch weiter treiben? Ganz einfach, indem er eine Theateraufführung machen lässt, welche die Vorgeschichte von einigen Charakteren aus Automata erzählt. Mit dem großen Erfolg von Automata wurde es dieses Mal doch bestimmt über... Nein, wurde es nicht. Sich das Ganze mit der Übersetzung anzuschauen, ist sogar so nervig, dass ich nicht mal so getan habe, als ob ich Lust darauf hätte.
Es ist, als würde man ein Drehbuch lesen. Nebenbei könnt ihr euch dann noch Handyaufnahmen der Show anschauen, was mich nicht zu 100% überzeugt hat. Auch meine Geduld hat irgendwann ein Ende. Mal ganz abgesehen davon, dass ich die Welt von Automata sowieso bei weitem nicht so interessant wie die aus Nier finde. Das erste Mal, dass ich von Nier gehört habe, war letztes Jahr, als die Demo von Automata released wurde und Fully meinte, dass Nier auf dem Ending E des ersten Teils der Drakengard-Trilogie basiert, was für mich damals absurd klang. Es folgt quasi dem fünften Ende von Drakengard 1. Alter. Als Fan der Reihe kennt man das natürlich. Die Timeline. Inzwischen muss ich sagen, dass es noch mit die normalste Sache war, die das Storytelling dieser Reihe zu bieten hat. Und wir haben hier noch nicht mal irgendwelche tatsächlichen Inhalte der Story angesprochen, welche für sich schon ein wenig umständlich sein können. Insgesamt bekommen wir aber vor allem bei Nier 1 eine unglaublich reiche, komplexe, düstere, interessante und einzigartige Spielwelt, wenn man gerade zufällig aus Japan kommt. Ähnliche Konzepte lassen sich auch in anderen Spielen finden. Es gibt die Redman-Comics, welche die Geschichte hinter seinen Verstecken in der Welt von Portal erklären, Destiny, dessen Lore nach und nach freigeschaltet und auf der Website des Developers Bungie nachgelesen werden muss, oder Final Fantasy XV, für welches es einen ganzen Film gibt, der viele Teile der Story erzählt. Es gibt viele Spiele, die ihr Universum mit den ein oder anderen externen Medien noch mehr erweitern, als es ihnen in-game möglich wäre. Es ist eine interessante Methode, um den involvierten Fans noch ein bisschen mehr über die Spielwelt erzählen zu können. Natürlich stellt sich hierbei jetzt für den einen oder anderen die Frage, ob es vor allem den internationalen Fans gegenüber fair ist, dermaßen viele Elemente der Story hinter externen Medien zu verstecken. Vermutlich nicht. Aber ich denke, im Falle von Nier ist das letztendliche Ergebnis und auch Erlebnis zu interessant und einzigartig, als dass ich es missen möchte. Und steht hoffentlich noch eine große Zukunft der Reihe bevor. Ich denke, man könnte in vielerlei Hinsichten sagen, dass Nier das Dark Souls unter den Storytellern